Muskelmänner und Muskelfrauen gehören heutzutage zu einer Minderheit in den Fitnesszentren. Der grösste Teil der Leute trainiert nämlich für ein besseres Wohlbefinden. Und um das geht es heute Abend im Schweiz aktuell extra live aus dem Fitnesscenter Timeout zu Ostermundigen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, guten Abend miteinander. Wir haben einen prominenten Gast bei uns. Es ist der Schweizer mit den allergrössten Muskeln. Es ist der Mr. Universum, der Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Fuchs, wie sieht es eigentlich aus mit eurer Beweglichkeit? Das ist das erste Mal in einer Hip-Hop-Stunde. Ja, ich glaube, meine Beweglichkeit ist vom Gewicht her schon ein bisschen Grenzen gesetzt. Aber so wie ich das sehe, so schlecht ist es gar nicht. Vielleicht überlegen wir einen Wechsel in die Hip-Hop-Sportart. Ja, lassen wir noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht klappt es doch noch bis zum Schluss. Wer weiß? Mal schauen. Hip-Hop ist nur ein ganz kleiner Teil von einem ganzheitlichen Fitnesstraining. Was sonst noch alles dazu gehört, das erfahrt ihr nach der Aktualität des Tages. Obwohl sich 3/4 der Schweizerinnen und Schweizer immer noch zu wenig bewegen, steigt das Interesse bei Jung und Alt für ein ganzheitliches Fitnesstraining. Aber was nützen einem straffe Muskeln, wenn man schon bei ein paar Stegen dritt so richtig zünftig ins Küchen kommt? Und mir nimmt es jetzt doch Wunder, warum dass ihr hierher gekommen seid, zu trainieren. Ist es, weil ihr nicht mehr Stegen aufhalten mögt? Nein, sicher nicht gerade, aber dass ich einfach ein bisschen Wohlbefinden habe, wenn man den ganzen Tag im Stress ist, tut das eben gut, ein bisschen Bewegung. Und ja, richtigen Aufsteher, nachdem ich so ein Training gemacht habe. Gut, dann gehen wir vielleicht noch darüber fragen. Wie ist es für euch? Braucht es grosse Überwindung, da an die Maschine zu hocken? Gar nicht. Sport war für mich immer alles und Gesundheit auch. Darum ist das für mich einfach selbstverständlich. Ist das der einzige Sport, den ihr macht, hier trainiert? Nein, ja, ich auch noch mit dem Rad, Velofahren und auch Schwimmen. Und sonst einfach Tennis vor allem. Und dann ist das ein Ausgleich. Gut, wünsche ich euch noch viel Spass heute Abend. Ein Fitnesscenter ist für viele auch ein Begegnungsort, wo man gleichzeitig auch noch gerade etwas eben für Gesundheit machen kann. Für andere aber steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt, nämlich die Schönheit. Der Valo Rüegsegger hat so jemanden begleitet. Das ist Kathrin Nemeth. Sie ist 38-jährig und kommt seit 7 Jahren in das Fitnesscenter. Ich trainiere ca. 2 bis 3 Mal in der Woche. Reine Ausdauer, also ich mache nur auf Fettverbrennung. Ich gehe eine Stunde lang auf den Stepper, eine halbe Stunde aufs Velo. Und nach dem Training mache ich ein Ausdehn-Stretching-Programm, damit ich die Muskeln wieder ein bisschen ziehe, damit es so schön aussieht. Weil ich trainiere ja nicht, damit ich Muskulatur bekomme, sondern einfach, damit ich gut aussehe. Kathrin Nemeth arbeitet im Büro von ihrem Mann. Im Fitnessstudio können sie am besten abschalten, sagt sie. Das ist gut für mich. Ich kann mich dann wieder freuen, für Gott zu trainieren, wieder alles rauszulassen. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, das ich nicht lösen kann, im PC oder so. Wenn ich eine Stunde auf dem Stepper stehe, dann habe ich Zeit zu überlegen, oder? Auf einmal ist die Lösung da. Und das tut mir gut. Das ist eher ein sinnliches Gefühl. Fitness und aktive Erholung haben für Kathrin Nemeth viel mit ihrem Körperbewusstsein zu tun. Sie will gut aussehen. Ein guter Body bedeutet ihr viel. Ich trainiere nur, dass ich gut aussehe, dass ich vor mir selber herstehe, vor dem Spiegel nachts und sage, mal, du gefällst mir. Das gibt mir Selbstvertrauen, dann liebe ich mich und dann liebe ich auch die Leute um mich herum. Dann bin ich locker und selbstsicher. Ich behaupte nicht von mir, dass ich einen perfekten Körper habe, überhaupt nicht. Ich bin einfach an mir am Arbeiten, wenn wir es mal so sagen. Ich will einfach auch gut aussehen, wenn ich 45 bin. Ich will einfach mit mir selber zufrieden sein. Ich sage nicht, also ich habe das Gefühl, ich habe keinen perfekten Körper. Aber ich kann sagen, ich habe einen guten Körper. Ich sehe gut aus, meine Muskulatur ist straff. Aber von perfekt ist noch weiter weg. Da müsste ich wahrscheinlich schon viel mehr Zeit aufwenden. Und das wette ich gar nicht. Franco Gabund, ihr seid der Leiter dieses Fitnesscenters. Was habt ihr das Gefühl, eure Kundschaft kommt sie mehr, weil sie schön aussehen oder weil sie gesund bleiben? Ich würde jetzt sagen, es betrifft beides. Aber hauptsächlich, dass sie gesund bleiben. Gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Sicher vom Körperbau her, aber grundsätzlich kommt jeder, der bei uns kommt, kann trainieren kann, gesundheitlicher Aspekt. Und sicher im zweiten Punkt nachher das andere vor der Schönheit und nachher die Fitness. Um ein anderes Schönheitsideal geht es jetzt. Und zwar verkörpert das der Jean-Pierre Fuchs. Er ist
Profi-Bodybuilder. Da ist unsere Kamera. Er ist Profi-Bodybuilder und in der Wettkampfphase da, ist er ganze 123 Kilo schwer. Sorry, das ist schnell hinter. Bodybuilding, wie man es heute kennt. Das Posing, die höchste Form der Körperdarstellung. Männer mit Muskeln haben schon im letzten Jahrhundert posiert. Dann sind sie vor allem auf Jahrmärkten auftreten. In den 50er Jahren waren Machiste und Herkules-Filme en vogue. Dann etwa hat auch das Wettkampf-Bodybuilding angefangen. Männer mit Muskeln waren offenbar gefragt bei den Frauen. Und die haben schon gleich selber nachgezogen. Und die Gegenbewegung ist nicht ausgeblieben. Der Mr. Muskellos ist das Neuseeländer geworden. Heute ist Bodybuilding ein Spitzensport, wo es um viele Muskeln und noch mehr Geld geht. Jean-Pierre Vogt, ihr seid einer der 10 besten Bodybuilder, die es gibt auf dieser Welt. Was bringen euch die Muskeln, abgesehen vom vielen Geld, das man im Profi-Bodybuilding verdienen kann? Viele Geld, das sind jetzt Sie gesagt, ja. Was ich habe Zahlen gehört von 500'000 Dollar im Jahr. Ja, vielleicht die Beste auf der Welt, da bin ich nicht ganz dabei. Aber fast? Fast, ja. Ja, ich würde sagen, was bringen mir die Muskeln? Es ist ein wahnsinniges gutes Gefühl beim Training, wenn das Blut in die Muskeln schiesst. Das ist einfach ein Training, das man noch beschreiben kann, wenn man es selber schon erlebt hat. Ist das wie eine Droge für euch? Es ist wie eine Droge, ja. Allerdings mit ein bisschen weniger intensiven Nebenwirkungen. Das heisst, die sprechen es schon fast so ein bisschen an im Hintergrund. Doping, das ist ja immer wieder ein Diskussionsthema im Bodybuilding. Ist es möglich, solche Muskeln, wie ihr sie jetzt hier habt, zu erarbeiten ohne Doping? Ja, man muss denken, ich trainiere seit 12 Jahren, 5-mal in der Woche. Wenn man sich Zeit lässt, dann ist es möglich. Ja. Allerdings heute hat jedes Gefühl mit ein bisschen Doping und dann ist es da. Aber die meisten, die ich erlebt habe, sind mit Doping auf der Strecke geblieben. Wir haben ja vorher im Beitrag gesehen, dass die Ersten, die Bodybuilding gemacht haben, im Wettkampf, die sind viel schmäler als dir. Ist das aber nicht trotzdem eine Auswirkung des Anabolika, dass Bodybuilder heutzutage noch extremer aussehen? Nein, das hat mit Anabolika überhaupt nichts zu tun. Heute ist man ernährungswissenschaftlich viel weiter. Man hat ganz andere Trainingsmethoden. Früher haben sie noch den ganzen Tag trainiert. Sie haben sich quasi wie zu Tod trainiert. Heute mit der Zusatzernährung, mit der neuen Erkenntnis in der Ernährung, ist es logisch, wie andere Sportarten auch, dass man viel weiter ist als vor 20 Jahren. Jawohl, und in der Schweiz hat der Werner Kieser den Weg geebnet für Kraft- und Fitnessstudio. Er hat bereits vor 30 Jahren sein erstes Kraftstudio eröffnet. Unterdessen gibt es in der Schweiz ganze 16. Allein ein einziges von diesen Fitnessstudios hat 2 Millionen Franken gekostet. Kieser ist in Sachen Krafttraining der eigentliche Pionier in der Branche. Über 30'000 Leute haben sich im Kieser-Training verschrieben und wollen am Kraftwiderstand wachsen. Kieser setzt ausschließlich auf das Krafttraining als präventive und therapeutische Massnahme. Es gibt hier weder Sauna noch Whirlpool und es fehlen auch Velo- und Laufbänder. Auf ein Herz-Kreislauf-Training wird verzichtet. Es geht beim Kieser nur um die Kraft. Das ist die wichtigste präventive Massnahmen zur Erhaltung der Mobilität, vor allem bei dem wachsenden Durchschnittsalter der Gesellschaft. Das heisst, man kann alleine posten und möglichst lang ohne Rundumtour Pflege muss sein. Warum gehen die Leute zum Kieser? Mir gefällt die Atmosphäre, die hier ist. Es ist reduziert auf das Allernotwendigste. Wenn ich nebenan eine Bar habe, wo die Leute stehen und lachen und mir rufen, dann verliere ich Konzentration. Wie in meinem Alter ist das auch nicht so wichtig, dass man da noch Zeug und Sachen hat. Das Betreuungspersonal wird beim Kieser regelmäßig weitergebildet. Die Instruktoren sollen in der Lage sein, für jeden Kunden ein individuelles Trainingsprogramm zusammenzustellen. In den spartanisch eingerichteten Kieser-Studios gibt es keine Möglichkeit, den Herz-Kreislauf zu trainieren. Im Gegensatz zu hier, da gibt es die Maschinen, Stepper, es gibt Laufbänder, es gibt Velo, Rudergeräte etc. etc. Mich würde jetzt wundern, warum dass ihr jetzt gerade hier ausgerechnet auf diesem Gerät nach abstrampelt. Ich hatte vor 4 Jahren eine Herzoperation, Bypass. Und seitdem trainiere ich regelmässig, so eine Stunde, anderthalb. Habt ihr da bereits eine Verbesserung gemerkt im Wohlbefinden? Ich würde sagen, ja. Wo merkt ihr das am besten oder am meisten? Ja, dass
Vorher hatte man aber ein Klemmen, jetzt kann ich laufen, 4 Stunden, 5 Stunden. Ich habe praktisch nichts mehr. Ja, der sieht auch gesund aus, muss man sagen. Gut, viel Spass noch. Wir haben bei uns einen Fachmann, das ist der Sportmediziner Dr. Walter Frey. Herr Frey, vorher haben wir es angetönt, im Kaisertraining gibt es keine Maschinen für Herz-Kreislauf. Unterstützt ihr diese Trainingsmethode als Mediziner? Also primär muss man mal sagen, das Wichtigste ist, dass man sich bewegt und etwas macht. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung macht das noch nicht. Und Punkt 2 ist, dass halt für Gesundheit, körperliches Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit 5 Faktoren entscheidend sind. Darunter ist Kraft eine, sicher eine, die bis jetzt stark vernachlässigt worden ist. Aber die Ausdauer, die Beweglichkeit und so weiter gehören natürlich mit dazu. Der Walter Frey ist leitender Arzt von Sportmedizin an der Schultestklinik in Zürich. Und das ist eine Spezialklinik, eine orthopädische Spezialklinik. Sie setzt ebenfalls auf das Krafttraining. Der Bericht von Walter Rüegsegger. Der Neubau der Schultestklinik, im Mai 1995 bezogen. Die orthopädische Spezialklinik hat schon früher viel gemacht in Sachen Bewegungstherapie. Schon dann hat es Gymnastik für Patienten und Schwimmtherapie. Geblieben ist Schwimmbad. Die Therapiemethode heisst heute Aquafit. Das Laufen im Wasser mit Schwimmwesten, das ist gelenkschonend. Auch eine Turnhalle gibt es heute noch. Bewegungs- und Physiotherapie ist ein wichtiger Bestandteil in der Rehabilitation. Und an der Kletterwand wird Kraft und Beweglichkeit geschult. Eine wichtige Komponente bei der Therapie des Bewegungsapparats ist heute das Krafttraining. Beispiel Nummer 1, eine Patientin von Beruf Röntgenassistentin. Ich habe Rückenprobleme, also meine Arbeit, ich habe eine schwere körperliche Arbeit. Und dann habe ich mal einen Patienten gelupft und dann hat es mir da hinten im Rücken wehgetan. Nachher ist herausgekommen, dass ich einen Gelenkwirbel habe. Und dann habe ich zuerst Physiotherapie gehabt und nachher habe ich mit dem Krafttraining angefangen, also langsam aufbauen. Und was hat das euch jetzt gebracht? Also, ich konnte die gesamte Muskulatur stärken. Ich konnte ein besseres Wohlbefinden. Und ich konnte das so schauen, dass ich das so behalten kann, dass es nicht schlimmer wird. Also für den Alltag zum Arbeiten eigentlich. Dass man den Körper richtig einsetzen kann, beim Lupfen auch. Also vor allem bei meiner Arbeit ist das sehr wichtig. Beispiel Nummer 2. Eine 15-jährige Schülerin und Eisläuferin. Ich bin Daniela Lindner und komme hier in die Schultestklinik, weil ich an beiden Achillessehnen verletzt war. Und jetzt muss ich meine Muskeln wieder aufbauen, eben fürs Einlaufen einfach. Hast du jetzt schon gemerkt, dass er das etwas genutzt hat? Sehr viel. Und was genau? Also ich habe mehr Kraft bekommen. Weil ich dort verletzt war, konnte ich nicht richtig trainieren auf dem Eis. Und in dieser Zeit musste ich ins Krafttraining. Und dann habe ich auf dem Eis dann wieder besser gegangen, weil ich dann wieder genug Kraft hatte. Dr. Frey, die Eiskunstläuferin Daniela Lindner ist nach ihrer Verletzung ja relativ schnell wieder auf dem Eis. Wäre das ohne Krafttraining nicht möglich gewesen? Nein, sicher nicht. Allerdings gehört das Krafttraining nicht nur bei den Spitzenathleten, sondern auch bei Patienten integriert und natürlich adaptiert auf ihre Leistungsfähigkeit zum normalen Programm eines Rehabilitationsprozesses. Ihr habt es erwähnt, der Spitzensport ist ein wichtiger Faktor. Die Kenntnis aus dem Spitzensport tragt ihr ja übertragen auf einen Breitensport. Wir haben ein Beispiel dazu und ich möchte gerne, dass ihr diese Bilder kommentieren würdet. Wir sehen hier Andi Bierer aus unserem goldigen Atlanta-Ruderkader. Er trainiert bei uns, wird auch bei uns trainingsmässig gemanagt. Und wir sehen jetzt die gleiche Übung umgesetzt auf eine Patientin. Natürlich adaptiert, sie sehen die viel leichteren Gewichte. Aber sonst weitgehend identisch. Wir können damit den Spitzensport 1:1 umsetzen, die Erkenntnis daraus auf die Rehabilitation beim Patienten. Das ganz kleine Quäntchen, das einmal fehlt, dass man gerade an der Olympiade eine Medaille schafft oder nicht, das gleiche Quäntchen ist eventuell nötig, dass jemand, wenn er wieder heim will, die 3 Stegentritte wieder schaffen kann und dass er keine Schmerzen mehr hat. Und die Erkenntnis greifen ineinander rein, verzahnen sich Rehabilitation und Sportmedizin. Ihr redet jetzt von Patientinnen und Patienten. Angenommen, wenn sich jetzt jemand vielleicht angesprochen fühlt und auch in so ein Fitnesscenter gehen möchte, was empfehlt ihr so jemandem? Wie soll er vorgehen?
Ja, also wichtig ist einmal das Alter. Wenn jemand über 40 ist, dann sollte er im Prinzip beim Hausarzt vorbei, wenn er voran über Jahre lang keinen Sport mehr getrieben hat und ein kleines Bäuchchen zugelegt hat. Wenn er sich überlegt, was für Sportarten sind sinnvoll, dann steht sicher Walking, Schwimmen oder auch ein gut betreutes Fitnesszentrum im Vordergrund. Es gibt ja zum Teil auch Fitnesscenter, die sagen, sie können eine ärztliche Betreuung anbieten. Können Kunden, die in ein Fitnesscenter gehen, auf diese Ratschläge zählen oder ist es besser, wenn sie zu ihrem Arzt gehen? Also primär einmal kennt der Hausarzt den Patienten am besten und ich finde, dorthin sollte man sich an erster Stelle wenden und nachher sollte man von mir aus gesehen am besten mal bei verschiedenen Fitnesszentren schnuppern und dort, wo man sich am wohlsten fühlt, dort, wo einem die Atmosphäre am meisten zusagt, dort, wo man das Gefühl hat, man sei optimal betreut, dort sollte man dann sein Abo lösen. Dr. Frey, besten Dank. Eins ist sicher vorbeugen, das ist sicher besser als heilen. Und das haben unterdessen auch die vielen Krankenkassen gemerkt. Wer eine Zusatzversicherung hat, der kommt von seiner Kasse einen Teil an das Fitness-Abi zahlt. Ein paar Kassen zahlen neuesterdings aber nur noch etwas, wenn die Qualität der Fitnesscenter stimmt. Qualitop ist ein Gütesiegel, das seit dem 1. Januar die Qualität der Fitness- und Kraftcenter garantiert. Hinter Qualitop steckt der Verein, gegründet haben die Artisana, die Helvetia, Concordia, die KWF und Zwicka. Ein Kleber, der nicht nur einem Kunden, sondern auch der Krankenkasse nützen soll. Man kann Ausfindung machen, wo bestehen gute Angebote. Es ist heute für den Kunden nicht ohne weiteres möglich, das herauszufinden. Ein zweites ist, dass die Krankenkassen seit einiger Zeit, fast alle Krankenkassen in der Schweiz, Unterstützungsbeiträge, sogenannte Präventionsboni, an Fitnesscenter-Abonnement zahlen. Und die möchten sicherstellen, dass die Beiträge nur dort herfließen, wo die Qualität gesichert ist. Notfallapotheke in einem Fitnesscenter muss auch sure sein. Li Wennerberg von Qualitop nimmt es genau mit der Qualitätsprüfung im Timeout. Auch das Center möchte Gütesiegel bekommen. Nebst dem Ersthilfkasten gibt es aber noch einen Haufen anderes Prüfen. Zum Beispiel die Hygiene. Auch der Zustand der Geräte ist wichtig. Überprüft werden auch Trainingsprotokolle. Und ganz grosses Gewicht legt man auf eine fachkundige Betreuung der Kundschaft. Bis jetzt sind 5 Krankenkassen am Qualitop angeschlossen. Der grosse Rest will zuerst wissen, was der Gütesiegel bringt oder sie vertreten eine andere Philosophie. Wir persönlich sind Krankenkassen, die sich derart bewusst Qualitop nicht anschliessen, eigentlich nicht bekannt. Aber es gibt sie, die Visana, die 2 grösste Krankenkassen in der Schweiz. Unser Gesundheitsförderungskonzept ist auf Eigenverantwortung ausgerichtet. Wir möchten, dass der einzelne Versicherte frei ist in seiner Wahl, was er für seine Fitness macht. Und das zeichnet sich auch bei den Fitnesscentern aus. Wir wollen dort nicht eine künstliche Eingrenzung der Fitnesscenter machen. Das klingt ja fast so, als würde Visana auch die Leute unterstützen, die außerhalb des Fitnesscenters etwas für ihre Gesundheit tun. Das ist noch nicht so weit, dass man das ebenfalls könnte machen. Das ist sicher ein Mangel, dass Krankenkassen dort Fitnesscenter berücksichtigen. Aber wir könnten vorstellen, dass es in Zukunft andere Entwicklungen und andere Möglichkeiten gibt, für Fitness können zu honorieren. Und darum möchten wir uns nicht jetzt binden, indem wir dort spezielle Institutionen unterstützen, die spezielle Fitnesscenter besonders noch bevorzugen. Die 5 Kassen, die das bis jetzt machen, zahlen ihren Kunden nur noch etwas als Fitness-Abi, wenn sie in einem Center trainieren, das ein Gütesiegel hat. Bis heute sind das etwa 190. Franco Gabun, ihr habt das Fitness-Center hier auch erst gerade auf Herz und Nieren testen. Ihr habt euch auch beworben um so einen Gütesiegel. Der sollte eigentlich unterwegs sein. Er klebt noch nicht hier, aber er sollte kommen. Was erhofft ihr euch jetzt von diesem Siegel? Damit weiterhin unsere Gäste unterstützt werden von der Krankenkasse,
den kleinen Beitrag, den sie bekommen, können nutzen, damit sie in der Gesundheit weiter arbeiten können. Ist das so, der Geschwinder ist der schneller oder der Änder ist der Geschwinder, sagen wir es mal so, weil die kleinen Fitnesszentren auf dem Land, die da vielleicht nicht können mithalten oder nicht wollen mithalten, dass die Kunden nachher hierher zügeln? Ich würde sagen, das ist nicht sicher ein Grund. Nicht der Änder ist der Geschwinder, sondern wir wollen jetzt gesamtschweizerisch abdecken. Und ich glaube, von der Krankenkassenseite her werden wir nicht auf gutem Weg sein, dass sämtliche Fitnesscenter, die die Infrastruktur bieten können, dort mithelfen können. Franco Gabun, herzlichen Dank, dass wir hier im Timeout zu Ostermundigen zu Gast sein durften. Und ich hoffe fast ein bisschen, dass die einen oder anderen von euch, die heim vielleicht auch Lust bekommen haben, mal selber so in ein Fitnesscenter reinzuschauen, reinzuhocken, zu schwitzen. Weil es bringt sicher ganz viel für eure Gesundheit. Es müssen ja nicht gerade die Muskeln sein vom Jean-Pierre Fuchs. Der ist nämlich bereits wieder ganz hart am Arbeiten. Im Herbst hat er seinen nächsten grossen Kampf. Dann geht es um einen Mr. Olympiatitel in Los Angeles. Und ich hoffe auch ganz fest, dass unser Thomas Schäppi fit ist für nächste Woche. Er kraxelt nämlich nächste Woche durch das Höllloch im Muttertal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Habt ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen miteinander. Do it! Do it! Come on! Come on!